Das absolut frustrierendste Gefühl ist für viele, wenn sie sich nicht entscheiden können. Wir haben so viele Möglichkeiten, was wir tun können. Da gibt es natürlich die großen Entscheidungen. Okay, zum Beispiel, ich möchte meinen Job nicht mehr haben, soll ich einen anderen machen? Aber traue ich mich denn loszulassen? Oder in den Beziehungen. Eigentlich, ich bin in meiner Beziehung nicht mehr wirklich glücklich, traue ich mich aber auch nicht wirklich loszulassen. Für andere kann diese Entscheidung aber wieder ganz klein anfangen, zum Beispiel in der Früh anziehen. Soll ich heute diese schwarze Hose oder doch diese braune Hose anziehen? Das rote oder das gelbe oder das schwarze, das graue T-Shirt, das sind Entscheidungen, die uns belasten können, wenn wir das zulassen. Und ich habe auch kürzlich eine Entscheidung oder mehrere Entscheidungen gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte mich eigentlich nicht festlegen, weil es gibt so viele Sachen, die ich gleichzeitig machen möchte, und habe dann deswegen nicht wirklich gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese Sache, sondern möchte mir alle möglichen irgendwie offen halten. Und habe dann halt gemerkt, wie ich mich eigentlich nur am Stand gedreht habe, und nicht wirklich vorangekommen bin. Und das ist dann immer frustrierender geworden, weil natürlich die Zeit dann auch vergangen ist, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich, ich wollte jetzt schon die letzten 2 Wochen was machen. Ich wollte ja schon längst diese Entscheidung treffen und habe schon Ziele gesetzt, wo ich eigentlich sein wollte, und bin aber noch immer da und habe mich noch immer nicht festgelegt. Je länger wir diese Entscheidungen aufschieben, umso frustrierender wird das für uns. Und ich möchte heute mit euch meine 5 Tipps teilen, wie ich dann diese Entscheidungen herbeigeführt habe. Und zwar ganz essentiell, das erste ist es, einen Ortswechsel herbeizuführen. Es ist ganz egal, was ihr macht oder wohin ihr macht, Hauptsache raus von dem Ort, den ihr mit dieser Entscheidung verknüpft habt. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause seid, wo ihr denkt, okay, ihr wisst jetzt genau, mit eurer Familie, mit bestimmten Personen, kommt es immer auf dieses Thema und ihr wollt eine Entscheidung treffen, könnt es aber hier nicht machen, dann wird es nicht viel helfen, wenn ihr einfach an diesem Ort bleibt. Gerade zu Hause zum Beispiel ist es ein gutes Beispiel. Viele sind dann, je frustrierter sie werden, umso anfälliger für den Kühlschrank. Da rennen sie zum Kühlschrank und essen dann Sachen, die sie dann eigentlich gar nicht möchten. Und das ist einfach, wenn diese Gewohnheit so stark ist und ihr frustriert seid, dann seid ihr da extrem anfällig. Und von dem her, glaube ich, hilft es extrem, einfach rauszugehen. Das kann jetzt natürlich ein Ort in der Natur sein. Also ich habe die Natur persönlich sehr gerne. Das kann aber auch ein Ort sein, wo ihr weiter weg seid. Für viele funktioniert der Urlaub sehr gut, wenn ihr euch die Zeit da nehmen könnt. Es kann aber genauso, weiß nicht, ein Café in deinem Lieblingscafé sein oder ein Kinobesuch mit einem guten Freund oder ein schönes Abendessen, was auch immer. Aber ein Ortswechsel ist für mich absolut essentiell, um so eine neue Entscheidung treffen zu können. Weil, das führt uns jetzt zum zweiten Punkt, zur Akzeptanz. Dass dieser Ortswechsel hilft uns, raus aus dieser Situation zu gehen und von außen, aus der Vogelperspektive, hinaufschauen zu können. Und da können wir das natürlich ganz anders wahrnehmen dann. Da sehen wir dann nicht unsere eigene festgefahrene, subjektive Meinung, die wir da hatten, sondern das ganze Bild. Das ist wie, wenn ihr in einem Wald verirrt seid und ihr wisst nicht mehr, soll ich den linken Weg oder soll ich den rechten Weg gehen? Oder vielleicht muss ich sogar zurückgehen und ist alles falsch. Wenn ihr da mitten im Wald seid und keine Ahnung habt, dann ist es ja frustrierend. Aber wenn ihr da von oben aus der Vogelperspektive draufschauen könntet, da seht ihr genau, okay, der Wald geht von dort bis dort und ihr wollt jetzt dort hinten hin, also ist es ganz klar, dass ich da rechts gehen muss. Aber wenn wir dann eben in dieser Situation drin geblieben sind, dann sehen wir das einfach nicht. Aber diese Vogelperspektive erlaubt es uns eben, diese Situation zu akzeptieren, zu sagen, okay, wir stehen jetzt zwar an dieser Weggabelung, ob links oder rechts, aber ich habe mich jetzt damit beschäftigt und weiß jetzt, dass der rechte Weg für mich der bessere ist und mich besser an mein Ziel führen wird. Und das hilft schon enorm, einfach so dieses Subjektive loszulassen und dann objektiv hinaufzuschauen. Das weitere Punkt ist hier, dass wir diesen Ballast abwerfen können, der uns in diese Situation geführt hat. Dass wir nicht mehr sagen, okay, eigentlich war es ja die Schuld von dieser Person, die uns diesen Weg empfohlen hat, den wir echt da gar nicht gehen wollten. Oder sonst irgendwelche anderen externen Umstände zu nennen, die uns dahin geführt haben. Es bringt uns in diesem Moment nichts. Wir sind hier, stehen da bei der Weggabelung und müssen uns jetzt entscheiden, links oder rechts. Also ist alles andere irrelevant. Und je mehr ihr loslassen könnt, umso befreiender fühlt sich das natürlich an. Ja, das dritte ganz wesentlicher Punkt ist für mich, die richtigen Fragen zu stellen. Weil natürlich kann ich jetzt dort stehen und sagen, okay, warum ist mir das alles passiert? Wieso stehe ich hier?
wieso hat mich der so falsch beraten? Das sind alles Fragen, die nicht zielführend sind, sondern die sind alle, warum war das so? Die sind alle in die Vergangenheit gerichtet. Das führt uns also ans Ziel. Das Ziel liegt eben in der Zukunft. Deswegen müssen wir auch unsere Fragen so formulieren. Ich bin ein ganz großer Fan davon und ich glaube fest daran, wenn wir die richtigen Fragen in unserem Leben stellen, dass wir dann da auch massive Fortschritte machen können. Aber was sind das jetzt für solche Fragen, die wir dann stellen können? Nicht mehr so, warum war das so, sondern was können wir daraus lernen? Oder wie hilft uns das in Zukunft weiterzumachen? Also alle Fragen, die nach vorne gerichtet sind irgendwie. Und ja, viertens ist dann einfach okay, wenn ihr den Ort wirklich gemacht habt, eben das Ganze akzeptieren konntet, weil ihr diese Vogelperspektive hattet, euch die richtigen Fragen gestellt habt, dann könnt ihr anfangen, die Optionen zu erläutern. Wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt hier und ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit A führt mich dorthin, Möglichkeit B führt mich dorthin und vielleicht Möglichkeit C führt mich dorthin. Und dann schaut ihr euch jede einzelne von diesen Situationen genau an, wie das in dieses große Gesamtbild hineinpassen könnte. Und ja, dann geht es nur noch um Schritt 5, nämlich wirklich diese Entscheidung zu treffen. Und hier, glaube ich, zögern die meisten, weil sie dann einfach sagen, ja, ich will mich ja entscheiden, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Unsicherheit ist einer der größten Faktoren für Frust und unsere Nichtfähigkeit, uns entscheiden zu können. Und ich glaube, das liegt eben auch, weil wir nicht wirklich absehen können, wohin das geht. Aber es muss ja auch gar nicht in die Ferne gerichtet sein, dass ihr genau wisst, was eintreten wird, wie das sein wird. Aber es reicht ja schon oft, sich diese Frage zu stellen, okay, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, wie wirken sich die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate aus? Und wenn wir anhand dieser Frage uns schon überlegen, okay, welche der Möglichkeiten bietet uns so gesehen den nächsten besten Tag oder die besten nächsten Wochen oder noch besser die nächsten besten Monate, dann ist das, glaube ich, schon ein sehr guter Richtwert, der für unsere Entscheidungsfindung da ranhalten kann. Ja, ich glaube, dass wir uns da sehr oft zu viele Gedanken machen und uns einfach nicht festlegen wollen, weil es bequem ist. Tatsache ist aber, je mehr wir uns nicht entscheiden und uns im Kreis drehen, umso frustrierender wird es. Also hoffe ich, dass ich mit diesen 5 Tipps, die mir da schon sehr gut geholfen haben, auch euch einen super Input geben konnte und euch bei der nächsten großen Entscheidung helfen konnte. Freue mich. Liked gerne das Video oder teilt es mit jemandem, wo ihr wisst, er ist vielleicht auch in einer ähnlichen Entscheidungsfindung und ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann, ciao.